Die Immobilienbranche. Sie gilt als sicherheitsbewusst, konservativ und kapitalintensiv. Für Startups mit neuen Ideen ist es eine besondere Herausforderung, im Kreise etablierter Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. Das Real Estate Innovation Network Forum auf der Expo Real bietet in diesem Jahr erstmals eine Fläche, um die Chancen der Digitalisierung und der Startups für die Immobilienwirtschaft zu beleuchten. Wenn Sie fragen, was haben Startups sozusagen der Branche schon gebracht, dann würde ich vielleicht nicht so sehr mich beziehen auf einzelne Lösungen, sondern auf das Aufbrechen alter Denkstrukturen und das mehr agile Herangehen an Fragestellungen. Also sprich, Dinge auch mal von der anderen Seite zu betrachten, auch mal zu sehen, guck mal, hier gibt es die Technologie, könntet ihr die nicht da und dafür nutzen? Also dieses eher spielerisch-experimentelle Herangehen und die Öffnung der Branche auch für mehr Kooperation zwischen den traditionellen Playern. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger als das einzelne Ergebnis von irgendeinem Startup. In Zukunft werden für etablierte Unternehmen zunehmend die Lösungsorientierung und das Experimentieren für eine Zusammenarbeit entscheidend sein. Ich glaube, für die Immobilienbranche würde ich mir noch mehr wünschen, Einsatz von Technologie in Startups. Und ein Beispiel dafür ist die Blockchain. Das ist eine faszinierende Technologie mit faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten für die Branche. Und bislang sehe ich dort, zumindest in Deutschland, noch nicht viel Bewegung. Dafür können ehemalige Startups, die heute zu den etablierten Unternehmen gehören, Anregungen geben, wie man seine Ideen erfolgreich umsetzt. Fokussiert früh auf euer Produkt, fokussiert früh darauf, eine gute Adoption zu haben, dass die Kunden das Tool nutzen und zwar dauerhaft. Ja? Also schaut euch genau an, wer nutzt es, warum und warum nutzt er es nicht, Warum entscheidet er sich für ein alternatives Produkt oder warum macht er es immer noch manuell? Das Real Estate Innovation Network Forum vernetzt deshalb Startups und traditionelle Unternehmen, um gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. So that was a bit difficult. Es war schwierig, die Branche zu verstehen. Aber auf Veranstaltungen wie diese zu gehen, hilft sehr vieles zu verstehen und sich in der Immobilienindustrie zu vernetzen. Die Anzahl an Entscheidungsträgern auf der Expo Real ist wirklich unglaublich. Die Leute, die am Hebel sitzen, die zu einem sagen, ja, legt los, die sind hier. Das macht einen großen Unterschied für uns. Und Rhein ermöglicht uns das. Das Angebot an hoher Qualität und positiver Energie ist etwas, das wir bisher noch nie zuvor erlebt haben.